Die Arbeiter auf den Weinberg. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Leonard. Leonard hat eine Firma. Er baut auf einem Weinberg Weintrauben an. Das ist sein Angestellter Hartmut. Er pflegt für ihn den Weinberg und pflückt die Weintrauben. Hartmut bekommt dafür 100 Euro am Tag. Eines Tages sind besonders viele Weintrauben reif geworden. Also geht Leonard am Mittag in die Stadt und stellt einen zweiten Arbeiter an, um Hartmut auf dem Weinberg zu helfen. Kurz vor Feierabend geht Leonard noch einmal in die Stadt und stellt einen weiteren Arbeiter ein. Am Abend gibt Leonard jedem seiner Mitarbeiter den gleichen Lohn, 100 Euro. Da ärgert sich Hartmut, weil er ja den ganzen Tag gearbeitet hat und trotzdem nur so viel bekommt wie der, der nur ein paar Stunden gearbeitet hat. Deshalb beschwert er sich bei Leonard. Leonard erwidert ihm, dass er so viel bekommen hat, wie ausgemacht war und nicht neidisch auf die anderen sein soll, mit denen Leonard großzügig war. Schließlich ist Leonard der Boss und kann selber bestimmen, wie viel er seinen Angestellten zahlt. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Leuten zu zeigen, dass Gott großzügig ist. Bei ihm werden die bevorzugt, die in der Welt verachtet werden. Und die, die in der Welt angesehen sind, haben bei ihm nicht viel zu sagen.